Also, ich kommentiere jetzt ein 1 gegen 1 zwischen meinen Zuschauern Terror Banane und Terence Hill, beziehungsweise sicher im Spiel heißt Terror Banane Alex. Und ja, die haben sich für die Völker Franken und Khmer entschieden auf der Map Arabien. Beide nach eigener Aussage Noobs, also schauen wir uns mal an, was es hier zu sehen gibt. Erstmal werden brav die Häuser gebaut. Sehr nah beieinander, die beiden. Also viel näher kann man eigentlich gar nicht ineinander spawnen. Ich bin gespannt, wie schnell sie das scouten, und ich bin gespannt, ob Terence das Haus vielleicht nochmal neu überdenken wird später, weil das blockiert ihm jetzt seine Beeren. So, Rapchang sagt, also Sina hat mir gerade Mut gemacht, dass man trotz weit weg von A-Game man dich besiegen kann. Genau, ich habe jetzt ja ziemlich viele Fehler gemacht und es hat trotzdem geklappt. Du musst noch in deinem Kämmerchen trainieren. Okay, ja, ich hab's ja nur mal in den Raum geworfen. So, am Anfang gibt's noch nicht allzu viel zu sehen. Beide haben ihre Häuschen platziert und knuspern jetzt die Schafe. Schauen wir uns auch mal die Maps an. Also, sie sind ja wirklich extrem nah aneinander. Von daher ist das Gold hier für den Alex, für Terrorbanane, etwas unglücklich. Sehr gut sind die beiden Boars, die direkt hier nebeneinander gespawnt sind. Das ist sehr glücklich für ihn. Das ist auch hier der Fall. Wir haben doch die ganz normale Arabien-Version gewählt, oder? Ja, es ist kein Green Arabia. Das ist jetzt zufällig so gespawnt. Das kann halt auch mal passieren. Gutes Backward hier. Beide Goldspots hier hinten noch relativ safe. Also, wenn man hier hinten abwallt, hat man das Areal quasi auch abgesichert. Nur das Gold ist halt nicht so geil. Aber ansonsten ist die Map ziemlich gut, wie ich finde. Bei Terence ist nur das Stein nach vorne, was er als Khmer jetzt nicht unbedingt brauchen sollte. Also, die Spezialeinheit der Khmer ist sehr situativ, nur einsetzbar, ist nicht allgemein so stark. Ich bin mal sehr gespannt, was er mit denen überhaupt vorhat. Er hat die ja extra jetzt gewählt. Die Vorteile der Khmer können wir kurz mal durchschauen, für die, die es vielleicht nicht kennen. Die müssen nämlich kein Gebäude bauen, um andere Sachen freizuschalten. Das heißt, die können quasi sofort die nächste Zeit gehen, ohne überhaupt Gebäude zu bauen, wenn sie die Ressourcen halt haben. Müssen auch keine Mühle bauen, um einen Markt freizuschalten, keine Kaserne, um einen Stall freizuschalten und so weiter. Ich denke, ihr versteht, wie das Ganze gemeint ist. Und weiterhin haben sie schnellere Kriegselefanten. Und nee, Elefantenreiter heißen die auf Deutsch. Und man kann seine Dorfbewohner tatsächlich in Häusern einquartieren. Dann können die nicht schießen, also es ist nicht wie ein Turm, aber sie sind sicher. Das heißt, man kann, wenn man zum Beispiel hier einfach ein Haus hat, dann sind die vor Raid sicher, wenn man sie kurz ins Haus einquartiert. Vergesse ich eigentlich jedes Mal. Ich bin mal gespannt, ob das hier irgendwie Relevanz findet. Die ersten Boss wurden geschlachtet. Hier auch sehr schön, dass noch weiter das Schaf aufgebraucht wird. Ich hoffe, er vergisst nicht, jetzt hier weiter auf das Wildschwein zu gehen und die nicht zu den Schafen laufen zu lassen. Nein, 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 nein. Okay, und es ist zu spät. Da hat Terence es leider nicht verhindern können. Wir vergleichen mal Proportionen. Wir sind 13 zu 13 und das heißt sehr, sehr neck on neck hier. Genau, die Mühle hätte ich genau so gebaut. Bin mal sehr gespannt, wie das hier werden soll. Ja, ich glaube, das ist die beste Lösung. Ansonsten hätte das vielleicht mit mehr Abstand hier bauen müssen. Aber er hat sich halt ein bisschen verbaut. Vielleicht löscht er das später noch. Zweite Bohr wird angelockt. Müsste jetzt hier auch langsam der Fall sein. Jetzt ist hier ein bisschen unglücklich, dass er direkt an den Schafen vorbeigelaufen ist. Aber doch, er weiß ja schon, wo sie sind. Wunderbar. Beide auch mit intensivem Sheep Scouting. Also so noobig, wie sie sich verkauft haben im Chat, sind sie nicht. Muss man so festhalten. Aber haben sie sich denn schon gegenseitig gescoutet? Nein, haben sie nicht. Sind noch eher mit ihrer eigenen Base zu schaffen. Hier steht auch gerade der Scout ein bisschen idle rum. So, das zweite Schwein ist sicher da. Das erste hat noch ein bisschen Nahrung, aber das kann man dann noch zu Ende knuspern. Das macht er ja ganz richtig. Nur es wäre für beide Spieler sehr, sehr wichtig, herauszufinden, wo der andere ist. Ich glaube nicht, dass er den Freestyle Scout Rush spielt mit den Khmer, weil er zu viel auf Holz hat dafür. Und er hat kein Haus gebaut. Jetzt kommt das Panikhaus. Macht er so lange Loom? Ne, macht er nicht. Das heißt, wir haben jetzt 17 zu 15. Das zweite Schwein kommt sehr spät bei der Terrorbanane hier. Der Luca TV sagt Dreh. Warum? Weil die so nah beieinander sind? Das gibt uns doch extra Action.
Ja, noch laufen die Scouts überall hin und nicht dahin, wo sie die Gegner finden können. Also zum Beispiel komplett woanders lang. Das ist jetzt zufälligerweise das zweite Gold von Terence. Jetzt ist auch Alex kurz gehaust. Terrorbanane. Ist bei 20 Pop. Terence bei 17, also da schon eine klare Diskrepanz zu erkennen. Jetzt wird hier hausgewollt, damit das auch gar nicht mehr passiert. Kommen sich die Scouts langsam näher. Ich sehe, der hier lungert noch hier unten rum. Jetzt habe ich außer den View-Lock gedrückt, das wollte ich gar nicht. So. Ja, müsste einfach nur ein paar Meter weiter hier hinlaufen. Dann sieht er nämlich schon, das Main Gold ist hier. Außer auf die Tastatur kommen. Achso. Warum wird man denn quer? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde ihm nach dem Spiel nochmal fragen, was da genau seine Idee war. Jetzt hier die Beeren zu übersaturieren, wenn man sie so verbaut hat, finde ich sehr suboptimal, muss ich dazu sagen. Er könnte bald hochklicken. Bin mal gespannt, was es werden soll bei ihm. Die Farangen sind ja hier bei der Terrorbanane am Start. Das Schaf hier wurde ein bisschen in der Pampa geschlachtet. Das soll natürlich nicht sein. Bei den Franken arbeiten sich die Beeren ja ein bisschen schneller ab. Und jetzt ist er auf dem Weg in die nächste Zeit. Insgesamt 6 auf Holz. Da macht er vielleicht jetzt noch ein paar mehr rüber. Sieht nach einem Scout-Bild aus bislang, würde ich sagen. Macht natürlich auch Sinn. Und jetzt hat er auch den Gegner gefunden. Das heißt, er weiß, das kann brutal werden. So, jetzt einquartieren und der Scout ist tot. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil jetzt für Terrorbanane, aka Alex. Alex Full of Doom sagt, ich war aber schon stolz von meiner Leistung, habe nämlich mal nicht meinen Scout sofort am TC verloren. Ja, siehst du mal, man muss auch die kleinen Erfolge feiern. Außerdem hast du mir ja 3 oder 4 Dorfwohner gekillt mit den Scouts und dann nochmal die gleiche Menge mit den Rittern. Wobei ich sagen muss, dass ich bei den Rittern halt nicht mehr reagiert habe, weil ich quasi gesagt habe, so, ich bin schon weit genug vorne und muss da jetzt nicht so überreagieren und hab halt TTP gegeben. Das war vielleicht ein bisschen cocky, aber ich habe halt an der Stelle dann so entschieden. Aber ansonsten, ja, also der Map war natürlich auch sehr unglücklich, muss man sagen. Da konnte man halt mit Archern hervorragend gegen spielen. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass du gar nicht Plankler-Verteidigung gemacht hast, aber deine Abzeit war ja noch, immer noch ziemlich gut. Jetzt passiert wahrscheinlich das gleiche hier nochmal. Ja, und dann steht es hier 1 zu 1. Aber die Abzeit von die Terrorbanane wird noch sehr solide, wie ich finde. Terence ist hier ein bisschen hinterher, hat auch deutlich weniger Pop gemacht. Hat 2 Idols hier. Also müsste auf jeden Fall hier noch zumachen, damit das Ganze ein bisschen sicherer wird. Es ist halt wirklich sehr nah aneinander. Einander. Ah, okay. Jetzt muss ich mein ganzes Lob wieder zurückfahren, denn wenn er jetzt die Kaserne schon gebaut hätte, früher und nicht so viele Felder, dann wäre er jetzt in der Position, ein Scout Rush zu spielen. Aber so hat er viel zu wenig Holz, weil er zu viele Felder gebaut hat. Nur 2 Felder in der Dark Age bauen, dann wird das auch was mit dem Scout Rush. So, ups, falsch. Ich vergesse mir den Hotkey hierfür. Das ist F2, okay. Hat Upgrade wohl gemacht, wunderbar, wunderbar. Ja, starke Elefanten, das stimmt. Aber ansonsten, ich weiß, also mit den Khmer kann man keine Taktik besser spielen als mit einem anderen Volk. Also es gibt eigentlich so eine Khmer-spezifische Strategie, kann man eigentlich mit jedem anderen Volk besser spielen. Dekulti, danke fürs Hosten. Wow, ganz ein gut aussehender Zuschauer. Vielen Dank dafür. Willkommen, willkommen an all diese Massen. Bin ja mal gespannt, wann hier die ersten Militärgebäude kommen. Hier wird erstmal gewallt. Jetzt kommt der Stall. Er benutzt also hier zumindest ein bisschen seinen Bonus, indem er halt nicht die Kaserne gebaut hat. Die er natürlich nicht braucht. Und jetzt kommen hier die ersten Scouts. Und es wird direkt das Blacksmith noch hinten dran gesetzt. Interessant. Sieht man auch eher selten. Der Wall ist auch neu. Was genau der bringt, ich weiß es nicht. Naja, theoretisch, wenn er jetzt hier noch zumacht, muss man immer durchs CC rennen, aber. Naja, schauen wir mal. Gucken, was das Ganze. Also, das Ganze wird in einem sehr kleinen Bereich des Spielfelds tatsächlich stattfinden, wie ich es hier sehe. Bin gespannt, ob er jetzt was auch macht mit der Spiele. Ansonsten wäre das natürlich herausgeschmissenes Holz. Scouts kommen so nach und nach. Scouts gegen Scouts. Und ein Stonewall haben wir schon. Interessant, aber nur ein Stückchen. Der Rest wird mit Palisaden gemacht. Jetzt wird hier auch Steine benutzt. Interessant. Da werden Prioritäten gesetzt. Die Front wird mit Holz gewallt, die Seiten mit Steinen. Und jetzt kommen die Kasernen hinterher. Okay.
Sehr interessant. Bin mal sehr gespannt, was daraus wird. Schmiede wird bislang noch gar nicht benutzt. Ist ein sehr passiver Scout, war schon beiden Seiten. Schauen wir mal an, was die Bevölkerung sagen. Wir sind bei 32 zu 26. Keine Idols hier, sehr gut, das hat alles im Griff. Die Dame hat sich irgendwie ausgeschlossen und geht jetzt von anderer Seite nochmal Steinwelle dran und kloppen. Es wird auch Stein gesammelt. Speerleute kommen, aber es wurde gar nichts gemacht mit dem Stall, sehr interessant. Mal gespannt, was die Kollegen hier treiben werden, die übrigens ihre Schmiede immer noch nicht benutzt haben. Hier wird jetzt auch auf Gold gegangen. Ein Watchtower, ach, das haben wir heute schon mal gesehen. So ein unnötiger Watchtower ans Gold, irgendwie gar nichts gefahrmäßig da droht. Da einfach hier vielleicht die Wall setzen. Hier die Wall setzen und dann kommt sowieso keiner mehr aus der Richtung. Dann hat sich das alles. Also das ist ein sehr, sehr präventiver Tower, der irgendwie gar nichts so richtig bringt erstmal. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt hier. Sehr langer Kommentar hier. Während die Kollegen hier weiter wallen und der hier rumläuft, lese ich das mal. Mit welchem Wood hätte ich die Skirms denn bauen sollen? Ach so, ja gut. Hätte ich einen zweiten Stall nicht bauen sollen, sondern lieber Schießanlagen und Skirms. Dachte halt, ich werde deutlich vor dir ab. Ja, wenn du halt deutlich vor mir ab bist, dann geht's natürlich, aber ich weiß nicht, du hast bisher mit deinen Scouts in meiner Basis gewesen, hast gesehen, dass ich extrem viele Felder schon hatte, dass ich und extrem wenige Archer, deshalb hättest du eigentlich denken können, dass ich nicht ganz so viel Army gemacht habe und ich halt früher ab sein würde. Also ich hatte, glaube ich, eine 23er und nur eine 22er Zeit. Ja, also ich mach's, wenn, also, es ist in der Situation schwer zu sagen. Also, weil du wusstest, ich mach Archer, kannst du halt ein paar Skirms zur Verteidigung machen, oder wenn du dir halt ganz sicher bist, dass du nichts brauchst zur Verteidigung, dann kannst du es halt so machen wie du jetzt. Ist immer eine Sache, welche Informationen du hast und was du glaubst, was der Gegner macht, wie intensiv er spielt. Also ich denke mal, so wie ich es gemacht habe, ist es eigentlich okay, dass du Ritter gespielt hast, aber ich war halt schnell genug ab, um das Ganze quasi zu negieren. Und mein Speerträger, den ich mit nach vorne geschickt habe, hat irgendwie, der hat so viel HP dir abgezogen. Also den hast du, glaube ich, nie gefokust. Der hat echt extrem viel gebracht. Das war nur ein Speerträger, der die ganze Zeit mit den Archern vorne war und der hat echt viel angerichtet. So, mittlerweile haben diese Kollegen einen Kameraden verloren, aber schauen sich jetzt mal um, was der Gegner denn so allgemein vorhat. Werden jetzt hier das Wood finden und dann wahrscheinlich auch feststellen, dass bereits alles zu ist. Hier die Steinwall ist ja auch bald fertig. Da muss nur noch hier zugemacht werden. Oder er macht es hier hinten lang, okay. Aber ein Gegenstoß kommt bislang noch nicht. Und die Taro-Banane ist auf dem Weg in die Ritterzeit. Wird dann damit Rittern weitermachen können wahrscheinlich. Oder Buben. Dafür müsste er aber noch auf Stein. Ja, bis dato meine ich. Hat das noch nichts gebracht mit diesen Scouts, aber er hat viele Informationen sammeln können. Dafür ist Terence doch sehr weit von der nächsten Zeit weg. Hat auch noch nicht so viele Farmen gebaut. Ein paar von seinen Bären sind noch übrig. Da sieht die Wirtschaft hier schon ganz solide aus eigentlich. Ist auch gut, dass er hier das Backgold genommen hat, weil das hier halt quasi außerhalb seines Bereichs erstmal liegt. Wenn er Map Control hat, dann kann er das mal übernehmen. Sind seine Scouts mittlerweile tot? Nee. Haben jetzt das Plus 1 Defense Upgrade. Hätte man sich natürlich denken können. Franken gehen also sehr gerne auf Ritter. Und jetzt wird hier von der ausgeschlossenen Dame noch weiterhin alles mit Steinwällen vollgekleistert. Aber es sind auch schon einige Speerträger im Start, die noch keine Upgrades haben, aber so viel bringen die Upgrades eigentlich dann noch nicht. So, ich muss hier kurz mal raustabben und was schauen. Okay, alles klar. Dorfzentrum inaktiv, aber jetzt kommt Townwatch, damit er das Ganze ein bisschen besser kommen sieht. Und drei Stable kommen jetzt hier. Sehr interessant, dass ich. Ich glaube nicht, dass er so viele Einheiten machen kann, aber wir werden es sehen. Also die Wall, da hätte er auch wirklich hier machen können, glaube ich. Wenn er schon Stein alles zuklästert. Jetzt kommt der Markt auch, damit er sich dann gleich hochkaufen kann, wahrscheinlich. Zu viel Gold gesammelt. Wo kommen sie denn? Da kann er gar nicht upgraden. Also aktuell wird noch nichts gemacht. Tatsächlich. Keine Upgrades. Keine Ritter. Kein gar nichts. Aktuell ist es so, als wäre er noch gar nicht in Ritterzeit. Ah, jetzt kommt das Upgrade. Wunderbar. Jetzt kommen die Ritter. Auch wunderbar. Jetzt geht er auch auf seinen Stone hier vorne. Ist ich ein bisschen sicherer. So, Terence könnte sich tatsächlich hochkaufen.
Gespannt, ob er das macht. Sieht ganz danach aus, tatsächlich. Ein bisschen an Holz verkaufen, dann müsste er eigentlich hochgehen. So. Und jetzt ist er auch auf dem Weg. Wird natürlich deutlich später sein. Aber ich bezweifle, dass die Ritter wirklich viel machen werden jetzt in dieser Situation. Ist ja alles mit Steinwällen schon voll. Six und Sheep, ich wusste gar nicht, dass ich heute noch spielen soll. Verstehe ich gerade nicht. Habe ich immer noch Noob Games im Titel stehen? Ich weiß es nicht mehr. Schau ich mal nach. Spielanalysen und Noob Games, ja. Doch. Hast recht. Gucken wir jetzt hier. Seed Workshop, alles klar. Finde ich gut. Finde ich gut. Da möchte ich ein bisschen mehr Druck machen und das so ein bisschen bestrafen, dass hier alles nur zugewallt wird. Aber jetzt, ich glaube, er kriegt das Ganze zu. Und macht das plus 1 Angriffsupgrade mittlerweile, die Herrschaften. Und tatsächlich wird aus allen drei Stellen fleißig gepumpt. Und der eine, der holt das Ganze an Stein wieder rein. Wo sind die restlichen Steine eigentlich? Achso, er baut schon TC. Sehr guter Punkt auch, hier das zu bauen. Sehr defensiv. Es kommt die C-Tram. Bevor der Gegner in der nächsten Zeit ist, wird er gegen die C-Tram nichts machen können. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Jetzt könnte man hier noch den Bauarbeiter eigentlich wegsnacken. Bislang kann ich noch nicht so richtig nachvollziehen, warum sich Terence hier für die Chimäre entschieden hat, ehrlich gesagt. Da ist mir die. Also, das ist bei Terrorbanal, das ist eigentlich schon ziemlich klar. Er möchte einfach Knights pumpen. Wenn er hier nicht nachholt oder repariert, dann sind die Ritter auch ohne die Rammbarkeit drin. Und dann wird es hier ganz, ganz ungemütlich. Aber er scheint hier hinten abgelenkt zu sein. Das heißt, jetzt kommen die hier durch. Die können einfach durchlaufen. Ja, das könnte schon das GG sein, unter Umständen. Bin mal gespannt, was jetzt als Reaktion kommen wird. Wechseln wir mal die Perspektive. Ja, die könnten unter Umständen alle sterben. Hier wurden Verluste erlitten. Der Rambock könnte jetzt eigentlich hier durchfahren und sich schon mal um das Dorfzentrum kümmern, unter Umständen. Die sind immer noch auf plus 1 Angriff, aber das reicht auch erstmal. So, ein Tor nach hinten gebaut. Sehr, sehr hübsch das Ganze. Ein Elefant wurde gemacht. Der ist natürlich eine gute Option gegen Ritter. Aber ob der gegen so viele Ritter auf einmal ankommt, werden wir jetzt testen müssen. An sich sind aber Elefanten. Ah, gut. Zwei Elefanten gegen drei Ritter gewinnen auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Bin gespannt, ob Terrorbanane darauf eine Antwort finden wird. Das werden sie wohl aufhalten hier. Ja, fleißig macht er hier die Elefantis. Die kann das Ganze zurück werfen tatsächlich. Sehr gut. Ja, und wenn man das hier halt nicht wallt, dann bringt das auch nicht so krass. Aber der Typ wird auch noch weggesnackt. Ich meine, einige blaue Dorfbewohner mussten jetzt hier schon ihr Leben lassen. Terence ist jetzt immer noch bei nur 32 Populationen, davon vier Elefanten. Und hier hinten, die Kollegen sind alle schon tot. Das heißt, die muss man nicht mehr mitzählen. Es wird aber mit den Elefanten zumindest das hier alles ein bisschen aufräumen. Schauen wir mal an, was die Reaktion drauf ist. Es wird eine weitere Kaserne gebaut. Es werden jetzt wohl die Speerträger zur Verteidigung gerufen. Aber es ist schon das zweite Dorfzentrum in sehr längerer Zeit. Das heißt auch schon mehr Möglichkeiten, die zivile Bevölkerung hier so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und wir schauen uns nochmal an. Die Battle Elephants, die sind 15% schneller. Das heißt, die müssen den Ritter nicht ganz so lange hinterherlaufen. Immer noch sammeln hier die Ritter Kills. Ich mache das mal wieder. Ohne den Fog of War. Und es wird direkt nachgewollt. Okay, also Alex scheint hier jemand zu sein, der, wenn er Militär baut, das dann auch aus so vielen Gebäuden wie möglich macht, was aus Prinzip ja nicht falsch ist, aber man kann es vielleicht auch ein bisschen übertreiben. Also ich glaube nicht, dass du jetzt aus drei Kasernen durchgängig Piken baust. Du baust zum Beispiel gerade aus gar keiner welche. Und auch das mit den Rittern war nur kurzzeitig so. Korrigierung ist am Start, hi. Und auch Alpacacino. Willkommen, willkommen. Schauen uns gerade ein Spiel zwischen zwei Zuschauern an, wovon einer den etwas florentinischeren Ansatz gewählt hat und der andere den etwas donnerscheren, würde ich mal sagen. Also rot, der etwas offensivere Spieler. Blau, der Spieler, der alles zugewallt hat. Aber die Wälle sind nicht im Sinne des Florentin-Willens, sondern sind eigentlich relativ gut. So.
Er hat zumindest ein paar Bäume genutzt, um das Ganze besser zu gestalten. So, die Elefanten sollten das aber insgesamt klären. Die sind halt extrem beefy, haben sehr, sehr viele Lebenspunkte und verteilen sogenannten Trampelschaden. Ich weiß nun nicht, ob das auch bei der Nicht-Elite-Version der Fall ist, aber ich glaube schon. Das bedeutet halt effektiv, dass auch Einheiten, die neben dem Elefanten stehen und nicht direkt angegriffen werden, plus 5 Schaden kassieren pro Schlag. So, die haben natürlich die Angriffs-Upgrades der Ritter auch. Das heißt, da ist schon ein bisschen was auf denen drauf. Aber jetzt könnt ihr natürlich mit Rammen und Piken pushen. Aber bislang sind es nur 3 Legionäre. Also wurde jede Kaserne bis jetzt nur einmal benutzt anscheinend. Das meinte ich mit Overkill. Also wenn du so viele baust, dann musst du sie auch nutzen. Ansonsten mach halt nur eine Kaserne. Vielen Dank für den Follow, Kochings Jung. Ah, und die beiden haben so 1600 Elo, glaube ich. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, aber ich glaube, Alex hat auch nur ganz wenige Rated Games gespielt. Spielt hauptsächlich gegen KI, um noch zu üben. Oder aus anderen Gründen, wer weiß. Oder hat viel mit Freunden gespielt. Jedenfalls ist seine Elo noch auf der Start-Elo. Aber es ist auf jeden Fall nicht sein erstes Match. Das kann man schon mal sehen. So, oh, das ist ein abenteuerliches CC. Das finde ich tatsächlich ist ein schlechtes CC, weil es halt wirklich gar keinen Platz lässt für Farmen. Hätte ich vielleicht eher hier gebaut. Oder um das Gold zu schützen, ich weiß nicht. Also das CC hier finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Weil es das Gold beschützt, ist es vor allem vor dem Gold gebaut. Das heißt, wenn Einheiten von hier kommen, kann man einquartieren. Wenn es hier hinten steht, dann können sie eventuell Dorfbewohner abschießen, die hier stehen. Und es ist auch noch an einem Wald. Das heißt, hier werden mehrere Ressourcen abgegriffen. Ich würde mir da auch noch ein drittes Dorfzentrum tatsächlich wünschen. Die Ressourcen reichen, ja. Jetzt müssen erstmal die Ritter hier auf die Steinwelle einkloppen. Gehen bei euch halt eigentlich wieder? Bei mir stehen seit gestern dieselben Lobbys. Bei mir stehen zumindest wieder Lobbys, aber ja, für all diese Video-Games, die ich jetzt hier gemacht habe, musste ich die Leute über Steam einladen, damit sie reinkommen tatsächlich. Also es scheint noch nicht so richtig unter Kontrolle. Gibt es nachher nochmal Community-Spiele? Hi Computer erstmal. Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt schon seit knapp 3 Stunden zugange. Ich will es auch nicht übertreiben. Ein Spiel danach machen wir wahrscheinlich auf jeden Fall noch. Aber schauen wir gleich mal. Ja, bin ein bisschen enttäuscht, dass hier diese Belagerungsramme nicht am Tor weiterhilft, sondern die Ritter das alleine erledigen lässt. Es wird ja auch, werden auch die Housewalls ausgepackt hier. Der Alex könnte, wenn er ein bisschen mehr Farben hätte, tatsächlich auch das nächste Mal über die Imperialzeit nachdenken. Oder sich einen Markt gönnen und das sich hochkaufen, weil er extrem viel Gold hat. So, die Ritter haben das Werk bald vollendet. Oder ist die Rame zuerst fertig? Ich glaube, die Rame ist schneller. Und die haben auch mittlerweile ein Defensiv-Upgrade, sollten also gegen die Elefanten ganz gut klarkommen. Ich denke, dass da desto mehr Elefanten, desto mehr Bums gilt. Und jetzt machen die Kollegen auch noch die Tür auf. Jetzt wird's hier spannend. Hi, Taran. Alles klar? So, jetzt sind aber nur 2, 3 Piken hier vorgeprescht. Stechen aber schon ein paar Elefanten ganz gut kaputt. Und das Tor muss immer noch beseitigt werden anscheinend. Auch wenn mittlerweile hier die Lücke ist. Und da fallen die Elefanten. Was kommt von Terence? Weitere Elefanten, weitere Piken. Ansonsten hat er keine Militärgebäude. Das heißt, das sind jetzt seine eigenen einzigen Produktionen. Und ich glaube, jetzt wird er an die Wand produziert. Einfach weil der Gegner jeweils 3 Gebäude hat. Und da kommt auch schon das GG. Da gewinnt der aggressivere Spieler gegen den Wallmeister. Ja, herzlichen Glückwunsch an Terrorbanane. Ein verdienter Sieg doch insgesamt, würde ich sagen. Schauen wir uns mal die Statistiken an. Ja, mehr Dorfwohner für Alex natürlich, für Terrorbanane. Und ist auch deutlich schneller in beiden Zeiten gewesen. Das ist eine sehr starke Castle-Zeit auch, finde ich sehr gut. Also die Build Order sitzt. Und dementsprechend natürlich auch die Kills dann. Ja, gutes Spiel.